Hier ist wieder der Testmischel von YouTube. Heute stelle ich euch mal zwei Produkte vor, die ihr auf keinen Fall in euren Koffer drin haben solltet, wenn ihr den Check-in am Flughafen macht. Und was das genau ist, das zeige ich euch jetzt erstmal. Die Dynamite Alarm Clock, also der Dynamitwecker, könnt ihr auf Amazon für 24,99 € plus Versandkosten bestellen. Dann hätten wir hier noch die Dynamitwecker-Bombe, die kostet jetzt 17,99 € plus Versandkosten. Die Links zu den beiden Produkten pause ich dann im Textfeld unter dem Video. Klickt da drauf, kommt ihr direkt auf Amazon hin. Sollten die Links mal nicht funktionieren, könnt ihr das gerne in den Kommentaren posten. Und so schaut die Verpackung der beiden Produkte aus. Diese werde ich jetzt mal auspacken und dann schauen wir mal, was da so Hochexplosives drin ist. Und so schauen die beiden Wecker dann aus. Bei jedem war noch eine Bedienungsanleitung mit dabei gewesen und bei dem hier noch eine Batterie. Fangen wir mal mit dem kleinen an, das wäre der hier. Verarbeitung ist echt gut, da gibt es gar nichts zu bemängeln. Hier vorne hat man zwei Aufdrücke, dann sieht man hier drei Kabel rauskommen, die gehen dann hier oben rein. Hier hört man das Display. Und hier unten dann noch die Bedientasten. Hier befindet sich nichts. Und auf der Rückseite Lautsprecher, Batteriefach 1, Batteriefach 2. Die Knopfzelle war mit dabei gewesen. Und hier muss man zweimal AAA-Batterien einsetzen. Ich habe wieder meine Akkus genommen. Die Einstellung für die Uhrzeit des Alarms ist wirklich kinderleicht. Man drückt hier die CLZ-Taste. Danach die H- und M-Taste. Nun kriegen wir die Stunden angezeigt. Diese kann man dann hochdrücken. Hier steht jetzt PM und jetzt ist gewechselt auf AM. Möchte man jetzt die Minuten angezeigt bekommen, nochmal CL, Z drücken und jetzt kann man wieder durch die Minuten schalten. Das Ganze kann man dann beenden, indem man wartet oder nochmal die CL-Z-Taste drückt. Den Alarm kann man genauso einfach einstellen wie die Uhrzeit. Dafür drückt ihr zweimal die ALZ-Taste und mit der H&M-Taste könnt ihr die Stunden einstellen beziehungsweise durch erneutes Drücken der ALZ-Taste dann die Minuten. Jetzt warte ich einfach mal ab. Ja, und der Einstellungsmodus ist automatisch beendet worden. Der Alarm ist jetzt auf On gestellt, das erkennt man an dem Symbol hier. Könnt ihr aber ausschalten, indem ihr einfach hier On-Off drückt, passt mal auf, was dann passiert. Ausgeschaltet, eingeschaltet. Jo, das ist jetzt die Alarmfunktion. Möchtet ihr noch eine Runde weiter pennen, drückt ihr einfach hier die Snooze-Taste. Und nach 5 Minuten geht der Alarm erneut an. Die Snooze-Taste ist übrigens auch die Licht-Taste. Das seht ihr hier an der Seite, da geht dann so ein kleines Lichtchen an. Wir hätten dann noch eine Try-Me-Taste, das wäre diese hier. Damit simuliert man einen Alarm. Passt mal auf. Durch erneutes Drücken der Taste schaltet man die Simulation aus. Und so schaut dann der zweite Wecker aus. Das sind dann Dynamitstangen, die miteinander verbunden sind. Zeige ich mal, so sieht das dann aus. Also die Verarbeitung ist so, glaube ich, gemacht, dass man denkt, das Ding wäre auf die Schnelle selber zusammengebastelt worden, weil hier noch überall Klebereste sind. Hier seht ihr mal die Platine, da seht ihr dann hier so Klebereste überall. Entweder hat der Chines da nicht aufgepasst oder das soll so sein. Mal die Rückseite, das hier ist ein Ständer, dann könnt ihr den Wecker hinstellen und das muss man noch entfernen. Das sollte wohl für so einen Präsenter sein, um dran zu hängen. Ja, dann wollen wir jetzt mal die Batterie einsetzen. In den Wecker kommt eine Batterie des Typs CR2032. Das wäre diese hier. Die stecke ich jetzt einfach mal so dazwischen. Und wie man sieht, das Display ist angegangen.
Wie man den Wecker einstellt, habe ich jetzt endlich mal rausgefunden. Es gibt nämlich keine Bedienungsanleitung. Ihr habt hier zwei Knöpfe. Mit dem unteren zappt ihr durch die verschiedenen Modi, Uhrzeit, Alarm und Datum. Und mit der oberen Taste könnt ihr diese einstellen. Ich drücke jetzt mal auf die untere. Dann passt mal hier auf den rechten LCD-Rand auf. Nun könnt ihr hier den Alarm einschalten oder ausschalten. Durch erneutes Drücken kommt man in den Stundenmodus des Alarmes und wieder durchdrücken in den Minutenmodus. Drücken wir nochmal drauf, hat sich die Uhr dann wieder in den Anzeigenmodus zurückgestellt. Ich drücke jetzt mal ein bisschen schneller. Jetzt ist man in der Datumsanzeige, das hier sind die Monate. So, 12 und dann kommt die 1 wieder und hier sind dann die Tage. Das geht bis 31 und fängt dann bei der 1 wieder an. Jetzt kann man die Uhrzeit einstellen. Nehmen wir mal 14 Uhr und dann noch die Minuten, 14.30 Uhr. Ja, jetzt ist der Alarm mal angegangen. Und jetzt ist er wieder ausgegangen. Das waren jetzt, ich glaube, eine halbe Minute maximal gewesen. Jetzt habe ich euch die Lautstärke von den drei unterschiedlichen Weckern mal aus 3 Meter Entfernung gezeigt. Am lautesten empfand ich halt meinen kleinen Standardwecker. Dicht gefolgt von der kleinen Weckerbombe, hat mich positiv überrascht. So leise, wie ich gedacht habe, ist die gar nicht mal. Ja, und dann das Schlusslicht halt, der große Dynamitwecker. Jetzt habe ich euch die beiden Wecker auch mal kurz vorgestellt. Ich fand die gar nicht mal so schlecht. Die Verarbeitung von dem Kleinen hier ist wirklich richtig gut gewesen. Da gab es jetzt keine Plastiknasen, Spalte oder irgendwelchen scharfen Kanten. Bei dem Großen, da stellt sich halt die Frage, ist der so billig produziert worden oder ist der extra so gemacht worden, dass es billig aussieht nach dem Motto, schnell mal selber gebaut. Der hier war halt sehr einfach einzustellen. Es gab auch eine Bedienungsanleitung. Des Weiteren hat man noch das Display hier. Dann eine Snooze- bzw. Leittaste. Bei dem Wecker gab es keine Bedienungsanleitung, also ich habe nichts im Karton gefunden. Wenn man aber ein bisschen herumtüftelt, kommt man auch drauf, wie man den einzustellen hat, beziehungsweise wer das Video gesehen hat, der weiß das dann auch. Hat leider kein Licht, keine Snooze-Taste, ein kleineres Display und vom Piepton fand ich den auch ein Ticken leiser als der kleine Wecker. Apropos Piepton, ich würde die Wecker jetzt nicht als schlecht bezeichnen, weil sie halt leiser sind als andere Wecker. Es kommt ja immer drauf an, auf die Person, mit welchem Ton die geweckt werden kann. Also braucht die einen richtig lauten, so wie ich, oder reißt schon ein ganz leiser und sie wird dadurch wach. Außerdem sind die beiden Produkte ja, ich sag mal, Spaßprodukte für Kinder. Und Kinder sind ja eigentlich sehr, sehr leicht zu begeistern. Deswegen, wer Interesse an den Weckern hat, die Links pause ich dann wieder im Textfeld unter dem Video. Einfach draufklicken, kommt ihr direkt auf Amazon hin. Das war wieder der Testmischel von YouTube. Dann sage ich mal tschüss, bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr mich jetzt abonniert, verpasst ihr kein weiteres Video.